So, hallo, Anwander hier und ich habe mich voll verquatscht gerade beim Anmoderieren. Und wir sind wieder zu zweit hier. Hallo. Yeah, und wir haben jetzt beide Skins, aber meinen sieht man nicht da. Das ist meiner, hier voll Kamehameha und so. So. Okay, und ich habe mir überlegt, dieses Mal könnten wir doch in eine Höhle gehen. Ja, eine Höhle. Eine Höhle. Genau, was wir mal dringend bräuchten, sind nämlich Kompasse, wenn das das richtige Wort ist. Oder so. Kompassee, keine Ahnung, egal. So. Schön die Tür schließen. Natürlich. So. Huch, jetzt habe ich gerade einen Server-Lag gehabt. So. Kommt vor. Ja. Auf was hast du eigentlich die Grafik-Settings des Servers gestellt? Man kann die Grafik-Setting des Servers einstellen. Weiß ich nicht. Ich stell mal hier Keine runter. Ahnung. Ach nee, Quatsch, kann man nicht, okay. Es gibt Server, da sind die, glaube ich, irgendwie automatisch eingestellt. Man kann die da nicht selbst verändern. Huch, ein Skelett vor der Tür. Hallo. Hau ihn! Haha. So. Hey, meine Erfahrungspunkte. Aha. Und da liegt verrottetes Fleisch. Huch. Seine Rüstung wieder ausgezogen. Oh. Vielleicht sollte ich die wieder anziehen. Genau, die habe ich mir vorhin kurz ausgezogen, weil ich meinen Skin so mir selbst präsentieren wollte. Er kann ihn da gar nicht sehen. Und ich habe letztes Mal vergessen, über die Folge Musik drüber zu legen. Ich darf das dieses Mal nicht vergessen. So. Jetzt habe ich. Ach, hier. Irgendwas kaputt gemacht. Ja, hier vorne das Feld. So, und ich habe jetzt irgendwie, weil mein Motherboard meinen neuen Lüfter nicht mag, habe ich jetzt nur irgendwie so ganz niedrige Frames. Aber muss man mitleben. Leben wir So. mit. Was schlägst du vor, in welche Richtung wir gehen? Oha, Ich weiß, dass in der Richtung, also praktisch Norden, oder was ist das, keine Ahnung, dass da in der Richtung viele tolle Höhlen waren. dann gehen wir doch dahin. Ja! So. Oh Gott, leckt das. Also wirklich, Das mein ist nicht neuer Lüfter, gut. irgendwie reagiert meine CPU auf den neuen Lüfter nicht. Das heißt, dass Okay. wenn der höher dreht, also er dreht nicht von alleine höher, so taktet sich die CPU runter, aber wenn ich manuell höher drehe, reagiert die CPU darauf nicht und taktet sich trotzdem nicht wieder höher. Ach, die soll sich nicht so anstellen. Ich spiele wahrscheinlich gerade mit so 1,5 Gigahertz. Kleine Klimaanlage reinbauen und. Das ist so kacke. Oder bring ihn einfach hierher. Hier ist doch schön kalt und Ja, eisig. das wäre eine Idee. Ein bisschen. Ich habe Ja. jetzt hab ich schon die Sichtweite auf die zweitniedrigste gestellt. Aber ich habe sie auf der niedrigsten, also. Weißt du was, das mache ich auch. Schaden kann es nicht. Winzig. So. Was können wir noch machen? Wolken aus. Partikeleffekte minimal. So. Jetzt müsste es aber wirklich ein bisschen besser laufen. Nein, Habe tut's ich nicht. überhaupt genug Sachen dabei? Ja, ich habe was zu essen, ich habe eine Waffe, ich habe Fackeln. Ich habe bloß 2 Stück Fleisch dabei. 21 Brote für den Notfall. Gib mir mal ein paar. Wo bist du? Hallo. Wie gebe ich denn ein paar? Jetzt geht das wieder los, Du der gehst da rauf und Minecraft-Loot ist drückst back. Entfernen. Oder halt deine Wegwerftaste. Bei mir ist es Entfernen. Ah, hi. Hui, Hallo jetzt habe Brote. ich hier 10 Brote. Das ist schön. Danke. Da unten ist irgendwas. Oder Hä? auch nicht? Ich weiß nicht mal, wo du bist. Nö, nö, keine Höhle. Ach, wir hätten uns mal Eisen mitnehmen sollen, ne? Für? Da hätten wir unterwegs einen Kompass bauen können. Stimmt. Na, vielleicht finden wir ja welches. Haben wir Spitzhacken dabei? Ja, ich habe eine Ja, Spitzhacke. ich hab, aber nur eine, naja. Wir Reicht. hätten mal mehr mitnehmen sollen. Ach, völlig unvorbereitet irgendwas machen, ist auch toll. Ein bisschen. So. Aber ich denke jetzt, die paar Frames reichen jetzt schon zum Aufnehmen. Wo bist du denn schon wieder? Hier ist Kohle. Ich sehe zumindest deinen Namen. Dann kommen wir in Richtung des Namens. Ich baue Kohle ab. Kohle ist toll. Au. Tu dir nicht immer weh. So. Hallo. So, Höhle. Jetzt gehen ein Super Saiyajin und ein Emo zusammen auf Monsterjagd. Passt sehr gut zusammen. Ja. Teilweise. Au. Irgendwie waren wir, glaube ich, hier Wolle farmen letztens. Ich weiß. Und weiter in der Richtung waren ganz tolle Höhlen. Da war auch diese Superhöhle mit den 10 Diamanten irgendwie auf einem Fleck. Dann schnell hin. Aber die Höhle habe ich schon abgegrast. Oh, naja. Aber da waren mehrere ganz tolle Höhlen, das weiß ich noch. Wir haben uns dann irgendeine ausgesucht halt. Huch, was ist denn Muss hier schon mein los? erstes Brot futtern. Hier fehlt Gras. Ha, Falle! Ich kann es nicht lassen. No. Ich versuche das jetzt mal zu reduzieren. Gott, Das leck ist eine gute das! Idee, ansonsten gibt's den hier, Blume. Treffen wäre gut. Blume, na egal. Jetzt setzt er da eine Blume hin. Wir müssen höher. Hier, Schaufel und so. So.
Gott, hackt das! Hackt? Wer hackt? Es laggt, meine ich damit. Ich hab's nur ausgedrückt, wie QMG es immer ausdrückt. Okay. Wir sollten uns möglichst nur in eine Richtung begeben, damit wir nachher wissen, wo wir noch zurückgehen müssen. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo wir sind, also... Ich auch nicht so richtig, aber naja. Ich glaube, unser Spawn ist direkt im Haus. Das ist möglich. Oh, was ist das hier? Was ist das hier? Nichts. Keine Ahnung. Oh, aber hier ist was. Hilfe, es ist... Oh, sind Fackeln. Was? Fackeln. Ja, die hab ich da mal hingesetzt. Ah, das war doch hier die Höhle, glaube ich. Ich glaube, das war die. Au. Sind da unten Fackeln drin? Nein, dann können wir die Höhle hier hernehmen. Hui, Schwert ziehen. Und los. Yeah, jetzt voll spannend und so. Oh Gott, bist du voll dunkel. Hast du eine Fackel gesetzt? Ja. Achso. Hab mich schon gewundert, wieso ist plötzlich da eine Fackel stand und vorher nicht. Lass mich raten, die Höhle schon zu Ende. Nee, die geht da runter. Mit so 9 Frames und so. Okay, hier ist sie zu Ende. Na, dann können wir die Fackeln ja wieder mitnehmen. Ja. Würde ich auch mal sagen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht schlimmer mit den Frames, weil da muss ich die Aufnahme abbrechen. Hm. Den Server vielleicht nochmal neu starten. Nee, das liegt nicht daran. Es liegt daran, dass der neue Lüfter nicht erkannt wird von der CPU. Okay. Ich könnte kurz noch was probieren, aber das ist vielleicht keine gute Idee. Ich probiere es trotzdem. Performance. Schlechte Ideen sind immer gute Ideen. Ja, und ich könnte praktisch den Grafikprozessor ein bisschen höher drehen. Mal auf 700 zum Beispiel. Was? Da muss ich es niedriger stellen. Standard. Dann stelle ich es mal auf 650. So. Ja, 2-3 Frames besser. Naja, Frame ist Frame. Ja, Frame ist lame. So, und wieso war die Höhle nichts gescheitert? Das ärgert mich. Da ist eine Kuh. Hier ist noch was. Hier ist noch eine Höhle. Ein Creeper. Wo? Geh sterben. Wo bist du? Stirb! Hilfe! Ich sehe dich nicht mehr. Stirb, Creeper. Stirb. Aua. Ich hab's gehört. Ja. Hier. Hinter dir. Da. Wo war da ein Creeper? Ach, da hinten drin. Wo war das? Hier. Da, cool. Hey, hier ist so viel Zeug. Ja. Kohle. Eisen. Ja, genau. Können wir alles abbauen. Das ist sehr praktisch. Vielleicht können wir unterwegs auch einen Ofen oder so bauen. Dann können wir uns Eisen schmelzen und einen Kompass bauen. Dann finden wir immer zurück. Mach erstmal Licht, damit hier nicht noch mehr rumläuft. Ja. Hoffentlich finden wir aber einige Monster. Nichts mehr rumcreept. Wir müssen aber einige Monster finden, sonst ist es doch nicht spannend. Gott, ist hier viel Zeug. Hinter der Kohle ist nochmal ganz viel Eisen. Hm, hier geht's noch weiter. Sehr gut. Hier sind irgendwie 8 Eisen auf einem Fleck schon wieder. Das ist doch, und dahinter ist nochmal Kohle. Gibt's das? Kohle. Baust du mal die vor mir ab? Ich bin hier schon ein bisschen weiter drin und habe auch noch Kohle ohne Ende. Oh Gott, das nimmt ja auch bei mir kein Ende. Das ist wieder so eine geile, super Höhle hier, wo ein Haufen Zeug drin ist. Irgendwie ist die Map hier zugekackt mit irgendwelchen Erzen. Das war schon immer so. Immer ganz viele Erze auf einem Fleck. Besser als gar nichts. Die Kohle hier, die hört gar nicht mehr auf. Ich setze hier meine Fackel rein und spawnt hier drin noch was. Wenn ich rausgehe. Ach so, hier hängen 2 Kohlevorkommen aneinander. Jetzt verstehe ich's. Na dann. Und nochmal Eisen hinter der Kohle. Oh, hier ist irgendwas über... Eine Höhle über der Höhle. Cool. Eine Höhle in der Höhle? Nee, über der Höhle. Aha. Ist noch eine Höhle. Und über der Höhle? Die Kohle habe ich jetzt 29. Und was ist über der Höhle, die über der Höhle ist? Ich würde sagen, eine Höhle. Noch eine. Bestimmt. Hey, das war meine Kohle. Hey, ja, meine. So, jetzt, das war's ja. Guck mal, wie weit ich da hinten reingegraben habe. Da war überall Kohle und Eisen. Hä? Was war da? Eisen? Mhm. Gut. Und jetzt Monster kloppen und so, das wäre cool. Na dann. Weiter war ich noch nicht. Hey, hier sieht's ja cool aus. So, hier hinten lang. Oh oh. Was denn?
Ich habe eine Spinne gehört. Ja, mein Gott, Spinnen sind ja jetzt nicht so der Terror. Hier ist aber Kohle. Kohle, Kohle. Ey, dafür, dass ich normalerweise ohne Monster spiele, sind Spinnen. Hä, was? Spinnen, ich kann nicht mal richtig sprechen. So. Du spielst sonst ohne Monster und dafür sind Spinnen schlimm. Hinter dir. Die hat mich aber gar nicht angegriffen. Aber mich. Ja, der wollte auf dich gehen, deswegen ist er nur gegen mich gelaufen. Ich hab die gar nicht gemerkt. Du hast dich in den Weg gestellt. Ich hab sie aufgehalten. Voll mit Absicht und so. Also bin ich jetzt hier der Tank quasi? Nee, ich bin jetzt der Tank. Haben wir gleiche Rüstung oder haben wir unterschiedliche Rüstung? Ich habe gar keine Rüstung. Achso, dann bin vielleicht ich der Tank, würde ich mal sagen. Was, wo? Ich höre ihn auch sterben. Da ist ein Creeper. Du hast mich geschlagen. Tut mir leid. Haha. Tot. Hier war noch eine Spinne, da ist er doch. Hast du sie erwischt? Ich habe keine Ahnung, ist ja auch egal. Oha, ist über mich drüber gesprungen. Raum. Hä? Ein ziemlich großer Raum, aber dahin ist Licht. Licht? Ah, da geht schon wieder raus. Aber da geht's auch unten drunter weiter. Mhm. Und hier ist schon wieder ganz viel Eisenzeug und sonst was. Na gut, nicht ganz viel. Kohle ist da auch. Hier ist ein Pfeil. Pfeil. So. Pfeil? Mhm, weil ein Skelett gestorben ist. Die Spinne hat das Skelett angegriffen, genau. Okay. Das passiert, wenn ein Skelett auszusehen auf ein Monster schießt, dann greift dieses Monster das Skelett an. Intelligente Monster. Ja. Das ist mal recht lustig. Ich habe mal gesehen, wie sich drei Skelette gleichzeitig bekämpft haben. So, und hier ist Kohle. Manchmal verschwinden die Blöcke ja nicht sofort, ne? Da unten ist Cobblestone. Hä? Dann ist da ein... Mit einer Fackel. Mit einer Fackel? Hä? Ja. Hä? Ich weiß nicht mal, wovon du redest. Cobblestone mit einer Fackel. Warte, ich hol mir kurz hier die Kohle und dann gucke ich mir das an. Hui. Mit vielen Fackeln. Echt? Aua! Ein Skelett. Geh weg. Geh weg, Skelett. Geblockt. Das ist möglicherweise ein Spawner. Oh, zwei Skelette. Ich geh mal ein bisschen weg. Ist da ein Spawner? Ich weiß es nicht. Hier ist zu viel Kohle. Helf mir, Skelette. Brauchst du Hilfe? Stipp. Nimm das. Geschafft. Okay. Wo ist das zweite? Ich bin ganz faul und baue nur die Erze ab. Ah, jetzt sind sie alle weg. Da ist noch eins. Komm her. Ah, da. Direkt dort. Jetzt komm. Aua. Jetzt stirbt halt. Jetzt haut er dich. Na, jetzt haut er mich immer noch. So. Naja. An die muss man nah rangehen, sonst sterben die nicht richtig. Kann man auch nicht richtig sterben? Ja, nee, dann gehen die nicht drauf, weil man sie... Hä? Ach, das ist die alte Höhle. Das ist die Superhöhle hier. Super ist super. Ja, hier habe ich mich nämlich wieder nach oben gestapelt, weil ich raus wollte. Und hier kamen die Monster her. Hier ist bestimmt irgendwas Spannendes. Ja, wir müssen irgendwo lang gehen, wo es noch dunkel ist. Hier ist es dunkel. Ja, da sieht's relativ dunkel aus. Dann gehen wir halt da lang. Zu Holz dabei? Habe ich Holz dabei? Warum Holz? Ich habe kein Holz dabei. Warum? Nur 25 Fackeln. Ich habe 25 Fackeln. Wie, du hast genau 25? Ja. Ich hatte auch genau 25. Das passt doch. So. Ist schon der Eisen in der Decke. Ja, und ich leuchte mal kurz vorher ein paar Meter aus, damit uns nichts angreift. Nicht so viel. Wie nicht so viel? Nee, da waren nur zwei Eisen. Ach so. Da ist noch mehr Eisen. So, und hier in der Ecke ist noch Kohle. Die hole ich mir. Kohle. Ich habe nur noch eine Spitzhacke und die ist gleich kaputt. Oh oh. Dann müssen wir uns halt eine neue machen. Dann machen wir uns irgendwie... Ach, wir haben kein Holz, ne? Nee, dann müssen wir da hinten nochmal kurz raus und ein paar Bäume schlagen. Wahrscheinlich. Wo ist hingefallen? Da ist hingefallen. Komm her. Hast du einen Hund in deiner Wohnung? Ich habe zwar einen, aber warum? Ist der in deinem Zimmer? Nein. Ich hab nur gesagt, aua! Gravel ist auf mich draufgefallen. Der Hund ist, keine Ahnung, wo der ist, sonst wo. Hey, da oben geht's weiter. Ich hab einen geheimen Eingang freigelegt. Schauen wir mal. Ich klopfe hier mal ein bisschen mit diesem Samen.
Hier, das ist jetzt voll geheim und so, weil das mit Gravel verdeckt war. Und Gravel ist ja auch so geheim. Ja, aber das war halt dahinter, das hat man gar nicht gesehen. Deswegen ist das geheim. Tja, hinter ist noch mehr Gravel. Fackel. Nee, da oben drüber, da geht's weiter. Ah. Es nervt, Gravel abzubauen, weil der runterfällt so. Oder geht's hier weiter? Nö, es geht doch nicht weiter. Na, aber immerhin haben wir Gravel gefunden. Ja, das ist auch voll wichtig. Hui. Aua. Ich spring nicht mehr überall runter, das tut doch weh. Ist mir doch egal. So. Gott, ist die Sichtweite niedrig. Normalerweise spiele ich ja auf normal oder maximal. So. Hallo, du komische Höhle hier. Hallo Eisen. Hier ist schon wieder Schluss, hier ist schon wieder nichts. Oh, ich höre was. Ja, ein Zombie. Ja, kaputt. Jetzt brauche ich eine neue Hacke. So, und doch, ich habe ein paar Holz. Genau 4, nee 5 theoretisch. Kann ich mir eine Workbench machen. Okay. So, ich stelle ich mal dahin. Können wir uns neue Sachen machen. Aber wir haben ja keine Stöcker. Stimmt. Nee, ich habe auch keine. Naja, dann wieder weg damit. Dann müssen wir rausgehen. Und so wird aus einer Höhlentour eine Förstertour? Irgendwie sowas wahrscheinlich, ja. Hilfe. Bin schneller. Ja, ich muss immer stehen bleiben, damit die Frames sich beruhigen. Hilfe. So. Ach, ich habe gar keine Stoppuhr gestellt. Normalerweise stelle ich eine Stoppuhr. Oh, Eisen. Eisen. Wo? Nur wir können auch Steine mitnehmen, dann haben wir wenigstens was, woraus wir gleich mal Sachen machen können. Ja, ich hab schon einen Stack. Ich hab 38 Stück. So, wo geht's raus? Ich hab sogar schon fast 2 Stack. Wo geht's denn hier raus? geht ja schon wieder gut los. Oh, Skelett, komm her. Wo? Ach, da. Au. Aha. So. Aua. Spinne. Da hinten war noch ein Zombie irgendwo. Da oben kommt er. Komm her. Meiner. Na komm. Da geht's auch raus. Haha. Nimm das. So. Meine Erfahrungspunkte. Du darfst hier eine Treppe reinschlagen. Was? Hier, darf ich eine Block Treppe reinschlagen? Den Block hauen. Falscher Block. War klar. So, weil wir müssen doch hier hoch. Da geht's raus. Ah, Freiheit. Ja. aber... gucken, ob hier... Hier ist auch... Boah, ist hier viel Kohle. Die habe ich damals gar nicht mitgenommen, genau, weil es zu viel Kohle war. Deswegen habe ich ganz viel liegen lassen. Da hinten ist noch mehr Kohle. Links von dir. Oh. Kohle ist immer... Kohle ist Kohle. Und ich kann sie nicht mitnehmen. So, ach, da oben habe ich mich auch rausgestapelt. Genau, auch mit Cobblestones. Ah, meine Spitzhacke gibt auch bald auf. Tja. Gut, dass wir uns einige machen können. Man braucht ja bloß 3 Cobblestones für eine Dingens. Hier ist ein... Dungeon? Ein was? Ein Dungeon? Ich habe hier in der Hülle, glaube ich, 3 oder 4 Dungeons gefunden, ganz nah beieinander. Kisten, mich schlägt schon wieder ein Stipp, Zombie. Wo bist du denn? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin hier irgendwo in einem Dungeon gelandet. Ja. Das hier sind Brote, die können wir mitnehmen. Und Redstone, dann kann man einen Kompass machen. Ah, gut, das Redstone habe ich damals liegen lassen. Wo sind nur 4, aber es reicht, ne? Man braucht bloß einen Redstone pro Kompass. Oder dann haben wir jetzt 4. Da unten ist ein Zombie. Der will an mich rankommen und guckt mich an, aber er kommt nicht hoch. Und noch ein Creeper. Springe ich jetzt da bin ich wieder. Da. Hallo. Genau, weil hier mein Inventar ist sogar voll, verdammt. Hier waren aber... Was sagst du? Mein Inventar ist schon voll. Oh. Nee, aber hier waren ganz viele Dungeons hier in der Gegend. Hier hinten war auch noch eins, das weiß ich noch. Hier ist ja, genau, nächste. Da war ich gerade. Da habe ich gerade geplündert. Genau, und weit, wenn man weiter reingeht, kommen noch ganz viele. Deswegen war das mit dem Spawner gemacht, er ist weg. Ja, den habe ich weggeschlagen. Der Arme. Mir doch egal. So. Ich baue mir jetzt hier eine Treppe raus, da muss ich mich nicht mal hochstapeln. Schlägst du mal den Steinblock hier weg? Ja, Steinblock, da. Danke. So. Und ich gucke so lange nach Monstern, vielleicht ist hier noch was. Jep, weil ich will mich jetzt nicht mal hochstapeln, ich will hier schon rausklettern können. Also so ein kleiner Hochstapler. Ja. So, da ist ja schon ein Baum, schön.
Für ein paar Stocker wird der wohl ausreichen. Workbench haben wir ja schon. Bom, bom, bom. Und danke. Gut, dann mache ich da jetzt Stöckchen draus, so. Und so. Sampling. Meiner, ach nee, ich habe Inventar voll. Ich glaube, 48 Stöcke werden reichen, oder? Gerade so, ne? So. So, ach ja, ich gebe dir mal hier die Hälfte der Stöcker, hier. Und dann kannst ich du auch... Ich habe Inventar immer noch voll. Oh. Dann warte mal, was kann ich denn mal... Ein Spinnenauge kann weg. Oh, jetzt habe ich dir gegeben. Macht nichts. So, mache ich mir 4 Spitzhacken und du kriegst noch 1, 2, 3, 4. Warte, muss ich ja noch mehr Platz machen. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Was mache ich denn mal weg? Machen wir das so. So. Und... Ach, jetzt die ganzen Blumen, die du mitgenommen hast. Weg damit. Ich glaube, ich kann noch die Spinnenaugen wegwerfen. Und irgendwas anderes hat ihn noch weggeworfen, dass ich jetzt plötzlich wieder im Inventar habe. Erde, die brauche ich nicht. So. Ach, die Spinnenaugen sind wieder im Inventar. So. Willst du Knochen? Nö, Knochen brauche ich nicht unbedingt. Aber ich habe eh schon welche, von daher kann ich die da drauf stapeln. Hä? Ich habe 2 Knochen, die habe ich mal weggehauen. Das war ja kein Mensch. So. Was hast du jetzt alles? Hast du jetzt Platz im Inventar? Ist 3 Platz. 1, 2, 3. Bitteschön. Ja. Und ich habe schon wieder, ich kann die Gegenstände hier nicht mehr aufheben. Gegenstände? Die hier am Boden liegen. Da liegt nichts. Ah, jetzt liegen, jetzt habe ich sie aufgehoben. So, das bitte weg und jetzt die Workbench. Danke, so. Wir kommen wieder rein. Juhu. Oh. Au. Wo bist du? Au. Ich bin einfach in das Loch direkt neben uns reingesprungen. Warte mal, da kommt gleich noch was runter. Was? Da. Da oben bist du. Hallo. Ich hab aber was hinter dich geschubst. Hä? Ach, da ist ein Schwein. Es geht aber noch da oben. Nee, ist hier da längs gelaufen. Wo bist denn du? Da hinten rennt es. Ja, naja. Wo bist denn du? Oh, du bist... Hahaha, bis gleich, Freunde. Wir sind wieder da. Ich hatte nur Lex. So, kann weitergehen. Ja. Wurde aus dem Server geschmissen, habt ihr ja noch gesehen. So, und jetzt haben wir alles, ne? Ja, jetzt sollten wir erstmal genug weiter. Haben. So, wo gehen wir lang? Wo ist es dunkel? Es ist hier über nirgendwo dunkel, das ist schön. Da unten ist Kohle, da könnten wir lang gehen. Da, und das ist laut hier unten, dann... Außen ist da ein Zombie. Zombie. Komm her. Hui. Haha. Level 5. Mittlerweile. Level 3. Yeah, ich bin besser als du. Hilfe. Wäre auch traurig, wenn das nicht so wäre. Wieso? Minecraft Pro. Oh, Lava. Ich bin kein Minecraft Pro. Alle nennen mich immer Minecraft Pro. Ich hasse das. Hallo, Lava. Wo ist Lava? Ich baue Kohle ab. Oh, hallo Zombie. Ach, ich mag Eisenspitzhacken. Die hier ist nur Stein, die braucht zu lange. Hallo Zombie, der in die Lava gefallen ist. Ah, leb wohl Zombie. Leb wohl Zombie. Zweiter Zombie, dritter. Ich geh weg. War das der Zombie? Haha. Lustig, ne? Und ich schieb meine Maus immer weiter von mir weg, weil ich die Kamera drehen will. Das habe ich irgendwie schon mit durchgestreckten Armen gespielt. Ach, da ist Lava. Ach, genau. Hier war die Lava, die ich aufgehalten habe. So. Und da unten ist die Spinne. Da waren übrigens 3 Zombies. Wo? Hier. Cool. Und mittlerweile habe ich irgendwie fast 2 Zombies. Zu einer Wand. Ah, da, hallo. Jetzt hast du mich beinahe in die Lava geschubst. Ja, da sind noch 2 Zombies. Ich versuche mal hier rüber zu springen. Geronimo! Hallo Zombie, ich schubse dich mal in die Lava. So. Hallo Spinne. Hilfe. Creeper! Nein. Ich bin hier irgendwo reingefallen. Creeper hat Bumm gemacht. Hier unten ist irgendwas. Blaues? Ich prügel mich hier gerade mit 20.000 Monstern. Ja, ich bin hier irgendwo reingefallen. Hallo, bist du da? Da bist du doch, hallo. Da ist irgendwas Blaues. Ich habe irgendwas Blaues gesehen. Blau? Blau? Es gibt nichts Blaues. Außer Lapis. Ja, und... Ah, doch, da stimmt, da ist Blau. Okay, Skelett, ich brauche deine Hilfe. Zu viele Monster. Aber egal. Zu viele
Monster. Hilfe. Ich bin da. Hilfe. Hilfe. Okay. Der Tank hat geregelt. Du bist nicht der Tank, du bist schwach gerüstet. Du bist der Damage-Dealer. Ja. Oh. Lapis braucht doch kein Mensch. Wozu braucht man das überhaupt? Zum Beispiel um einen Lapis-Block zu bauen. Wozu braucht man Lapis-Blöcke? Die sehen toll aus. Oh, wo kommst du denn her? Ich mach grad Fackeln, also du kümmer dich mal, ne? Mach das. So, und ich hab jetzt wieder über, fast... Also ich hab jetzt 58 Fackeln. Das ist eine gute Zahl. Ich geb dir vielleicht mal ein paar hier, 29 Stück. Die liegen da. Yeah. Hab die. Eisen. Hey. Mein Eisen. Eins. Haha, ich hab's. So, ist hier noch was? Hier geht's aber überall weiter, die Höhle ist richtig das geil. Gold. Wir waren hier damals in der Höhle ewig lange unterwegs, haben trotzdem lange nicht alles erforscht. Redstone! Da ist Gold über dir. Wer braucht Gold? Und da hinten ist noch mehr Gold. Gold ist das wertloseste Material im Spiel. Ach, kann man schöne Sachen mitbauen. Was denn? Goldspitzhacken. Yeah, die sind auch voll praktisch. Für Spawner, ja. Nein. Diamanten! Ich ja. Pass auf. Yeah! Ach, man braucht eine Eisenspitzhacke, um die abzubauen. Ich hab Eisen, geht das? Hast du eine Eisenspitzhacke? Ja. Dann bau ab. Ja! Yeah. Ah, ganz viele Diamanten! 8 Stück! Moment, dann mach ich erstmal hier und da. Yeah! Den und den. Und da runter sind noch welche. Oh, dann muss ich da runterkommen. Ja. Sieh dir das an, wieder 8 Diamanten, das gibt's da nicht. Yeah! Mehr Diamanten. Ja. Ey, ja. Das sind jetzt schon 18 Diamanten, die wir in dieser Höhle insgesamt gefunden haben. Ganz nah beieinander alle. Gibt's das? Na, mal schauen, was noch kommt. Aber, ich bin runtergefallen. Ich glaube, hier ist eine Schlucht. Kann das sein? Wo? Ey, das wäre cool. Aber ich habe die Höhle damals einfach nicht vollständig erforschen können. Die war zu groß. Nee, doch nicht. Sah so aus. Und ich gebe mir mal ein paar Cobbles ins Inventar, damit ich mich hier lang stapeln kann. So. Hilfe! Ein Skelett! Wo bist du denn her? Ich komme. Das kam runtergefallen von oben. Das kam einfach von oben runter. Ja, hier oben geht's auch weiter. Ja. Hüpf mal. Oh, du hast Leitern. Ich brauch auch Hilfe. Achso, jetzt. So. Halte ich gerade noch in der Tasche. Ja, ist doch schön. Jetzt geht's aber nur im Kreis. Oh. Und du glaubst, hier war eine Schlucht? Wo? Nee, das war keine Schlucht. Außerdem war es schon ausgeleuchtet. Hier ist noch mehr Eisen und Eisen, Kohle. Eisen. Ich behalte mir jetzt mal die Eisenspitzhacke, falls wir noch mehr Diamanten finden. Genau. Hier war schon wieder 8 Eisen. Oh, da kommt ein Creeper. Wo? Au. Ah, du lebst doch noch, ne? Ja. Nicht nur, dass deine Gestalt nur ein Serverleck ist. Der Creeper hat irgendwie geleckt, deswegen habe ich ihn nicht hauen können. Oh. Das ist Ausrede. Immer toll. Was? Warte mal, hier. Ist das eine Schlucht? Nee, aber das sieht cool aus. Ich will es gleich sehen. Sieht toll aus. Ich leuchte es auch noch nicht aus. Oh, was denn? Hier oben? Hey, ist ja wirklich cool. Und viele Kann man Monster. So ein Kino reinbauen? Die Leinwand ist schon da. Cool. Skelett, cool. Zombies, Hilfe. Ich nehme das Skelett. Hui. Was ist denn? Ach, da sind noch 2 Zombies. Was geht denn hier ab? Ah, hallo. Töten Sie den Kunden. So. Das ist doch schön. Ich höre immer noch einen. Na, was ist das hier? Hä? Das Teil hier. Das Gravel von der Decke runtergefallen. Da oben siehst du das Loch in der Decke. Ist das jetzt eine Schlucht oder nicht? Nein. Nein, das ist bloß ein großer hohler Raum. So komisch kreisförmig. Noch Licht. Das ist Lava wahrscheinlich. Oder ich war da unten. Warte. Nee, ist Lava. Und hier ist noch mehr Gold, das kein Mensch braucht. Lava, Gold ist schön. Gold ist kacke. Das brauchst du bloß für Uhren. Du kannst nämlich alles andere, die Spawner kannst du genauso gut mit allem anderen kaputt hauen. Rolex-Uhren. Rolex-Uhren, ja. Oh, Zombie. Eisen. Schon wieder. Wo bist du überhaupt? Ich weiß es nicht. Bist du hier runtergesprungen?
Nein, ich bin oben geblieben. Achso. Ich bin wieder in dem tollen Raum. Dann stapel ich mich hoch. Pam, pam, da ist er wieder, der Hochstapler. Hilfe? Ich sehe dich. Zumindest deinen Kopf. Ich kann irgendwie nicht springen. Jetzt kann ich springen. Ah, jetzt. So, ich würde sagen, wir gehen irgendwo weiter. Ich war hier oben gerade, da war ein Gegner. Ah, cool. Und ich glaube, die ganze Kohle brauchen wir hier echt nicht mitnehmen. Das ist zu viel das Kohle. Eisen. Ja, das Eisen schon, aber die Kohle ist echt ziemlich viel, ne? Kann man je genug Kohle haben? Ja, wenn sie nur rumliegt. Da kann man eine Weile mal aufhören, welche zu sammeln. Und man verschwendet dann nämlich Zeit. So. Hier sind ja... Mann, hier ist ja gar nichts mehr. Hast du alles getötet? Wie weit warst du? War eben noch voll viel. Oh. Ja, jetzt ist hier Totenstille. Und ein bisschen Eisen. Ich hab sie vertrieben. Ja. Stinkst halt. Du bist ein Gamer, du musst stinken. Stimmt. Und Kohle. Aber nur 3 Stück. Wer macht denn sowas? Enderman. Wo? Hä? Wo ist ein Enderman? Da. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe nur seine Augen. Das ist so gruselig, weil nur deren Augen sind. 2 Enderman. Ah, da sind die Endermänner. Und ein Zombie. Und Zombie. Den hab ich vorhin gebracht. Nur nicht angucken bloß, nicht in die Augen gucken bloß. Nicht in die Enderman, Augen. Ich guck den Enderman an, ich guck den Enderman an so. Er hat nicht darauf reagiert. Die furzen, wenn man sie schlägt. Ach, auf dem Server funktioniert das doch, glaube ich, nicht mehr beim Angucken, ne? Yep, wahrscheinlich. Da hörst du die furzen. Das hört sich so geil an. Oh, ich hab nur noch... Ich schlag ihn ja die ganze Zeit mit der Spitzhacke. Ey, eine Enderperle. Hey, Zombie, komm mal her. Hilfe, da unten sind ein Haufen Spinnen. 2 Spinnen. Hier sind noch Zombies oben an der Decke. Fahr mal runter. Komm, fahr mal runter. Spinnen, springt mal, ich will euch treffen. Komm. Was? Komm. Spring. Oder so. Guck mal hier. Guck mal da runter. Oh. Kleiner Zoo. 3 Spinnen sind es schon. So 2. Das ist bestimmt ein Spawner. Wahrscheinlich, ne? Ah, der Zombie. Den Zombie kann ich von hier aus treffen. Ist der doof, ey. Der haut auch nicht ab, ne? Und tschüss. Ich lebe noch. Gerade noch so. I'm alive. Und denn hier? Oh, der Enderman ist back. Ja. Ups. ja. Ihr kriegt dann Erfahrungspunkte übrigens. Das machen wir aber so. Nee, es geht so nicht auf den Server. So. Hehehe, hat keiner gesehen. Nö, hat keiner gesehen. Wo bist Bin du? Bin ich. Geh mal, einen Schritt. So. Hast du die Items wieder? Ja, ich muss es nur mal weiter ansortieren. Mir wurde nämlich angezeigt, dass ich sie gekriegt habe. Nee, ich hab sie. Ja, ja, wurde halt falsch angezeigt. So, und ich mach das Brot in die Leiste und omnomnomnomnom und so. Oh, wo sind die Fackeln? Jetzt habe ich ganz unauffällig mit geschlossenem Mund gerutscht. Hilfe! Spinne! Ja, lass mich in Ruhe, Spinne. Ich glaube, ich hätte mir noch eine... Oh, hier ist Kobbel. Wo? Oh. Da ist der... Der erste Spinnenspawner, oder? Bestimmt. Ich würde sagen Geronimo. Attacke! Oh, da ist ja gar nichts. Hier habe ich von der anderen Seite abgesperrt. Hier. Ich habe hier nämlich überall dicht gemacht, damit ich weiß, wo es nicht lang geht, weil es wieder rausfinden musste. Schlau. Ja, jetzt findest du überall Absperrungen. Schlaui. Ein bisschen, ja. Es wäre noch schlauer gewesen, wenn ich einfach gewusst hätte, wo es lang geht. Yeah, ganz interessant. Oh, ist Ranks. Schon wieder irgendwas Interessantes. Da unten ist Redstone. Ich lasse deine Absperrung mal am Leben. Ja, oder so. Lalala. Ach, hier unten. Genau hier unten ging's lang. Hier ging's zu den vielen Diamanten. Wo ich die ganzen Diamanten gefunden habe, habe ich mich hier rüber gebaut. Da muss man aber vorsichtig sein. Oh Gott. Weil sonst ist man hier schnell tot. Sehr schnell. Ja, ich merke das. Vor allem, wenn's laggt.
Das macht doch gerade erst den Kick da dran aus. Oh, Gold. Enderman mit Erdblock in der Hand. Na, wo hat er den denn gefunden? Kenner Enderman, ja? Er ist weg. Er tötet mich bestimmt wieder. Nee, da ist er wieder. Hilfe! Aha. Ich glaube, er ist verbrannt. Ich glaube auch. So, er hätte wenigstens seine Perle fallen lassen können, naja. Die Cobblestone-Blöcke, an die erinnere ich mich jetzt aber nicht. Huch, Lava. Mit Lags. Hm. So, hier ist auch überall Fackeln. Da hinten sind keine. Dann nix wie dahin. Da war ein Wasserfluss. Gar nicht. Lava. Bloß nicht reinspringen. Wieso denn nicht? Tschüss. Nee. Das erinnert ein bisschen so an Portal, ne? Hä, warum? Portal 1. Hä? Lag mir nichts, ich hab's noch nicht durchgespielt. Okay, alles klar. Ich Let's Play's doch gerade erst. Alles klar, alles klar. Echt? Ja. Ich Let's Play es gerade. Folge 2 schon oben. Folge 3 ist die mit dem Companion Cube. Die lade ich jetzt dann nachher hoch. Mann, habe ich viel verpasst. Ja. Ich Let's Play ja auch gerade Sonic Generations von der PS3, weil ich an die von der PS3 aufnehmen kann. Ich kann von der PS3 aufnehmen. Egal, ist das hier unten geil. Cool. Ja. Ist eine Angel dabei? Warum? Können wir angeln. Was kann man denn? Kann man denn in der Lava was angeln? Keine Ahnung, aber wäre mal interessant. In World of Warcraft geht das. Ja. So, jetzt können wir hier lang gehen. Da hinten ist nämlich weiter. Und hier geht's auch weiter. Alter. Geht's überall weiter? Nee, da hinten nicht. Nee. Ist nur ein bisschen Redstone, aber wir haben ja schon welchen, oder? Ja, ich hab 4. Ja, das reicht da aus. Ich mache eigentlich, ehrlich gesagt, hier im Let's Play, eigentlich haben wir noch nichts mit Redstone gemacht. La 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 la. Was ist du da? Du darfst gerne vorgehen. Was ist da? Nur ein Skelett. Ach man, ist doch nichts. Ja, du hast ja Rüstung an. Lag. Gott, das macht doch sich keinen Spaß mehr. Das macht, sich doch, macht doch keinen Spaß mehr, sich das Video anzugucken, wenn das so laggt. Ah, das stimmt wohl. Gut, es laggt ja nicht die ganze Zeit, aber... Oh, Creeper da oben. Hallo, Creeper. Hilfe! Komm her, Creeper. 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 Ja, genau, komm her. Creep, creep, creep. Ist der blind? Hey, ich hab kaum was abgezogen bekommen. Spinne, hey, Spinne, hallo, Spinne. Ich bin Level 8. Ich bin Level 1. Ich bin fast Level 9. Hey, hier ist schon wieder... Hä? Ach so. Aber hier geht's auch noch weiter. Eine Absperrung. Wir sind wieder bei einer Absperrung angekommen, okay. Mit Eisen. Lalala. Das ist voll die spannende Höhlentour, weil, hey, ich war ja schon gestorben, also es ist auch spannend. Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich hab schon wieder keinen Platz mehr im Inventar, ich muss mal Mist wegschmeißen. Hier, Setzlinge, die braucht doch keiner. So, Kohle, scheiß drauf. Da oben geht's weiter. Mit Gold braucht kein Mensch. Hey, ich bin trotz Lags drüber gekommen. Oh, wie komme ich da rüber? Hä, worüber? Oh, so. Okay. Ich bin einfach hallo, Creeper. Ich bin doch auch einfach drüber gesprungen. Hallo, Creeper. Wo? Ich sehe keinen Creeper. Die haben aber Schwarzpulver, das ist wertvoll. Das kann ich für 5 Gold verkaufen. Irgendwo war hier ein Creeper. Hm. Vielleicht hast du auch bloß deinen eigenen Skin gesehen, haha. So, ich schalte mal übrigens auf Third Person. Scheiße, man sieht nur meine Kackrüstung. Nee. Ich glaube, du brauchst einen Texturenpack für deine Rüstung. Ja, da kann ich dann irgendwie so eine goldene Aura draus machen. Ja, und hier. Runter mit dir. Au. Hilfe. Ah. 100.000 Creeper. Ach nee, hier ist gar nichts. It's over. 9.000. wo geht's Pilze. Lang? Hast du eine Fackel gesetzt da hinten oder war die da schon? Nein, die habe ich gerade gesetzt. Aber hier hinten sind wieder welche. Ja, da unten dann, jeweils oben lang. Pilze. Aua. Hilfe. Hey, hier schwebt ein Gravelblock. Weg. Lalalala. Das kannst du doch nicht zerstören. Doch. Hast du doch gesehen. Oder gehört. Hilfe, wieso komme ich hier nicht drum? Da kommt man doch normalerweise drum. Man kann doch so um Kanten drum gehen normalerweise. Ich kann das heute nicht. Heute geht das irgendwie nicht. Da schlage ich mich halt nicht außen rum so. So. Oh Gott. Was denn? Oh Gott. Wo bist du? Ich wäre fast ein bisschen weit runter in die Lava gefallen. Wo ist denn da Lava?
Ich habe hier gerade Eisen irgendwo aus der Wand gepopelt. Oh, da unten meinst du? Meinst du hier? Bist du überhaupt schon wieder? Hier? Ja, genau. Ah, cool. Ich wollte gerade auf das Eisen da drüben zulaufen. Ja, ich mache mir hier mal so eine Delle in die Decke rein, da kann ich dann nämlich springen. Okay, das will ich sehen. So. Ich probiere das lieber nicht. Ist doch einfach. Ich bin schlecht in Jump'n'Runs, also kannst du das wahrscheinlich auch. Ich lasse es lieber. Ja, komm halt rüber. Ich suche mir schon einen Weg. Hier, ich baue dir einen Weg, komm. So, jetzt kannst du rüber. Oh, da ist ein Creeper. Komm. Ich komme. So. Na, geht doch. Ganz vorsichtig. Und da unten war ich schon mal anscheinend. Ja, da unten ist auch ein Creeper. Interessiert doch keinen. Ach, hier sind ja schon wieder überall Fackeln. Da unten ist ein Skelett. Da gehen wir hin. Gib ihm. So. Hallo. Oh. Hallo, Lars. Auch einfach so. Da oben ist noch ganz viel anscheinend. Machen wir das doch einfach so. Lalala. Ja, sieht gut aus. Aber das nicht unbedingt, aber es funktioniert. Es sieht nicht gut aus, aber es funktioniert. So, und hier ist doch bestimmt noch irgendwas. Zum Beispiel Eisen. Ja, das kann man mitnehmen. Lalala. Da oben hängt übrigens ein Skelett. Direkt über uns steht ein Skelett. Bis wo? Ja, da direkt aufwärts. Halt, den Weg hoch. Erstmal wild um mich rumschlagen. Den Weg hoch ist ein Skelett. Oh. Und ein Creeper, anscheinend. Ich muss die Waffe wechseln. Ja, da war ein Creeper. Bist du tot? Nee, oder? Nein. Gut, weil manchmal leckt der Server ja und dann sehe ich das nicht, wenn du tot bist. Ich habe irgendwie erst neben mir explodiert, aber ich habe keinen Schaden bekommen. Manchmal passiert das irgendwie. Hallo Skelett. Jetzt komm halt näher ran, du dummes Skelett. Ah, ein Zombie. Wie oft ich hier futtern muss. Hallo Kunde. Hey, schlag mich nicht. Man schlägt nicht die Leute, die einem Dienstleistungen erbringen. Hey, hier ist eine ganz lange Höhle. Das ist gut. Kurz stehen bleiben, dann beruhigen sich die Frames so. Ich muss mir irgendwie auf, keine Ahnung, vom Hersteller... Da oben ist, glaube ich, nichts. So, aber man kann mal gucken. Man spawnt hier nichts, wenn ich Fackeln setze. Ist doch gut. Das ist gut. Wie viele Fackeln hast du noch? 39. Gib mir mal ein paar. Ich habe nur noch 7. Wie mache ich die einzeln jetzt, wenn ich keinen Stack mehr frei habe? Du gehst drauf und drückst die Wegwerftaste so lange. So. Kannst auch ganz schnell hintereinander drücken. Hey. Ja. Yeah. Reicht schon. So, und unten lang. Huch. Ja. Hä? Okay. Ach so. Okay. Es gibt noch ein zweites unten. Dann gehen wir eben das mittlere unten. Das mittlere unten. Ja. Oh, da ist ein... Ha, hier ist so ein Minenschacht. Ein Minenschacht, genau das Wort habe ich gerade gesucht. Oh, dann sind hier bestimmt irgendwo diese komischen Spinnen. Ey, wir haben im Display noch keinen einzigen gefunden, das ist voll richtig knorkig. Hier unten sind diese Spinnen. Wo? Glaube ich, weil hier sind zwei Spinnennetze, oder? Oh ja, das, wenn man denen folgt, dann werden wir wahrscheinlich schnell was finden. Mit einem Schwert kann man die ja wegschlagen. Und die geben ja String-Tangas. Okay, das ist doch nix. Aber da oben ist noch ganz viel. Doch, hier unten ist Eisen. Ich geh runter. Hallo. Hallo. Ah, da hinten ist ein Skelett. Das ist schön. Das ist immer schön. Oh mein Gott. Ich kann nicht glauben, dass sie das gesagt haben. Hier sind ungefähr 3 Schächte, die aufeinandertreffen. Echt? Sieht zumindest so aus. In der Nähe von diesen Schächten sind ja oft Schluchten. Die grenzen meistens so aneinander an. Ja, das kann sehr gut sein. Auf jeden Fall sind hier... Oh Gott. Wir werden uns verlaufen. Hallo, Zombie. Irgendwie ist es gerade zu einfach. Ja, dann komm hierher und... spring hier runter. Wo bist du überhaupt? Hier. Hallo. Siehst du mich? Ja. Guck nach oben. Ich bin doch schon hier unten. Komm runter, hier. Hier oben ist, achso, du bist schon dran. Au. Ups, ich wollte gerade den Holzblock unter dir wegschlagen. Da ist ein Creeper. Dann geh. Sonst da ist auch dieses komische mit diesen 3 Dingens. Hä?
Drei was? Drei Schächte aufeinander. Hey! Ah, Skelett. Das Skelett lebt noch? Wie lebt, so lebt das Skelett noch? Brauchen wir Schienen? Hier sind Schienen. Kannst du mal mitnehmen, ja. Fahren kannst du. Nein, aber ich nehme sie trotzdem mit. Weil die sind hier so schön billig. Ja, ist es doch so. Die kosten nicht so viel Eisen und so. Man nimmt sie einfach mit. Ups, ich habe keinen Platz mehr. Ja, auch nicht. Ein Schneeball weg damit. So. Und ich müsste mal was essen. So. Lalalala. So. Aber hier ist das nicht. Ich will wieder hoch. Was ist da nicht? Das mit diesen drei Dingen des Bummens. Ja, wir müssen uns weiter umsehen, dann decken wir mehr Schächte. Ja, hier da waren nicht. Ja so viele. Ich will da wieder hoch. Wo war das? Oh, hallo Enderman. Naja, Enderman ist nicht so gefährlich, finde ich. So, hier geht's wieder hoch. So. Kurz stehen bleiben. So. Nein, hier wollte ich nicht langs. Hallo Enderman. Bist du wieder hochgegangen? Ja. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Hier. Wie bist du da wieder hochgekommen? Hier, der Dreckhaufen. Achso, hast du hochgestapelt. Genau, voll die Hochstapler-Taktik. So, und hier, wenn du hier guckst. Ah. Sieht das sehr gut aus. Ja. Das sieht nach Schlucht aus in der Nähe. Enderman. So, und ich gehe da runter. Hui. Mal gegen sondieren, dass hier nichts ist. Was ist hier? Hier drin hängen ja auch manchmal einfach so Fackeln rum. Stimmt. Kostenlose Fackeln. Ja, na gut, Fackeln sind jetzt auch nicht gerade teuer. So vom Materialwert her. Ein bisschen Stöcker, ein bisschen Kohle. Und Kohle hat bei uns hier auf der Map völlig an Wert verloren. Weil wir viel zu viel haben. Hier könnten wir jetzt Holz abbauen. Voll nötig. Oh, ich habe einen Spinnenspawner gefunden. Obwohl, ich baue sogar ein bisschen Holz ab für Stöcker. Ich habe einen Spinnenspawner gefunden. Ein Babyspinnenspawner? Ja, aber ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich will dahin. Ich will dahin. Spinnies. Spaß. Aha. Jetzt kommt her, ihr Spinnies. Ihr hängt da oben drin. Jetzt kommt halt her. Da hau ich euch eben den Holzblock weg. So. Ah, jetzt. Ja, mich greifen sie an. War ja wieder klar. Ja, die wollen halt zu dir. Ah, jetzt wollen sie zu... Die will zu mir. Hallo. Ich hab mal gehört, die vergiften einen, aber das ist mir noch nie passiert. Hab ich auch noch nicht gesehen. Da unten ist ein rumspackendes Skelett, das hängt in einem Spinnennetz fest. Das sieht sehr lustig aus. Ah, jetzt nicht mehr. Hat er verdient. Ah, Spinne und Skelett. Hast du schon mal einen Spider-Jockey gefunden? Ein was? Ein Skelett, das eine Spinne reitet, das gibt es. Nein, habe ich nicht. Ja, das gibt es aber. Da kommen ganz viele Monster, komm mal her. Ich bin da. Ich blocke mal. Ich schieß die einfach ab, so. Nicht die Creeper befreien. Ich versuche ihn zu triggern, sodass er... Ich habe ihn getötet. Oder so. Und Skelett. Schuss. Und... Hilfe. Oh, Hilfe, scheiße. Ein Haufen Spinnen. Wir sollten den Spawner kaputt machen. Wo ist denn der? Da in dem Spinnennetz drin. Kämpf du mal die Monster, ich hol mir den Spawner, weil ich habe mehr Rüstung, ich gehe da näher ran. Okay. So, ich hier den Zaun weg. Du kommst da jetzt gleich hin zu einem Skelett und dann... Ja, ich schlag das schon tot. Spinne! Spinne! Oh Gott. Ich glaube, ich spinne. Da ist der Spawner. Mach ihn weg. Und weg. Nein, ich habe ihn... Ah, scheiße. Hilfe. Ich versuche schon. Wir sollten PvP ausmachen. Nee, passt schon. Das ist schwerer. Das ist besser. Er ist weg. Gut. Und ich schlag immer noch die Spinne ein. So. Eieiei. Hier sind es noch mehr von den Viechern. Da hinten ist der nächste Spawner. Was? Ja, hier kommen ein Haufen Spinnen her. Hier ist einer in der Wand. Ich prügel gerade auf die Viecher ein, versuche die irgendwie loszuwerden. Und schubst mich gleich runter. Nee, hab ich nicht vor. Die Spinne glitscht sich da durch die Gegend. Hilfe! Hilfe! Also hier ist er nicht. Oh, scheiße!
Versuch mal, den Spawner zu finden. Ich habe gerade geguckt, ich dachte, ich hätte sehen, aber... Ich muss dich irgendwie abwehren. Ich guck mal nach unten weiter. Nee, ich weiß, wo der ist. Ich weiß doch, wo der Spawner ist. Der ist da drüben. Da kommen die Spinnen her. Ja, da ist er. Ich sehe ihn. Gib mir mal Deckung, ich gehe hin. Hilfe, Wasser! Das ist arg, und so arg geleckt, dass ich mich nicht mehr zurechtfinde. Hilfe. Mehr Spinnen. Ich brauche Rüstung auf jeden Fall bald. Spinne stirbt. Wo ist die Spinne? Ach egal, ich mach den Spawner. Sie hat tot gemacht. Stirb, Spawner! Ach verdammt, ich muss erst. Ah, scheiße! Ich häng hier im Wasser. Ah, aua. Achso. Richtig geschlagen? Keine Ahnung. Jetzt stirb endlich, Spawner! Stirb, stirb, stirb! Ah, gut. Endlich. Aber da ist noch einer rausgekommen. Brauchen wir Spinnenseide? Stirb, du Scheißspinne. So. Wir nehmen die ganze Seite doch gerade schon mit. Ich habe schon 39 Stück. Abfahren. 39 Stück. 28. Yeah. Ich hänge hier mal eine Fackel auf. So. Man sieht ja fast nichts mehr. Auf YouTube wird es wahrscheinlich gerade furchtbar sein, dass man nichts gesehen hat die ganze Zeit. Spannend. Oh, sie sterben. Aber warum? Ich bin doch gar nicht gestorben. Na, fast. So. Aber das war jetzt nochmal ein epischer Battle hier und so. Hat sich da so ich sehe schon, wir werden hier nie wieder rauskommen. Hä? Ich sehe schon, wir werden hier nie wieder rausfinden. Nicht? Glaubst du? Zumindest nicht, ohne uns irgendwo rauszugraben. Hm. Da unten liegen so viele Erfahrungspunkte und Seide und alles mögliche und Spinnenaugen. Na, oh dann Gott. Hüpf. Jetzt bin ich plötzlich Level 11. So viele Viecher haben wir. Da hinten ist eine Kiste. Den Enderman gucke ich mal nicht an. Gute Idee. An dem vorbei. Hallo, Enderman. Oh, die Schiene ist runtergefallen. Was ist runtergefallen? Eine Schiene. Wo bist du überhaupt? Ach, ich komme hier in eine Kiste. Da ist Kürbiskerne und Eisen. Eisenbarren. Keine Melonensamen? Was kann ich dafür ablegen? Ich habe keinen Platz mehr. Oh, hallo, Enderman. Ich habe eh nur zwei Schienen. Die lege ich mal hier ab. Dann nehme ich das Eisen mit. Und das Fleisch und das da. Wer kämpft? Achso, der Enderman ist ins Wasser gefallen. Ja, die mögen kein Wasser. So, jetzt habe ich fünf Eisenbahnen, das würde schon für einen Kompass reichen. Gut. Dann setze ich mal die Workbench. Ich habe den Redstone. Redstone. So, ich setze das mal dahin. So. Gib mir mal kurz Redstone. Ah, schön. Es reicht aber leider nur für einen Kompass. Ja, das reicht ja erstmal. Hier, ne? Nimm mal das Redstone wieder. Was? Ja, das liegt da jetzt vor der Workbench auf meiner Seite. So. Hast du noch Platz für die Workbench? Dafür müsste ich dann... Hast du Knochen dabei? Hast du Knochen dabei? Nein. Hast du Pfeile dabei? Nein. Hast du, Warte, ich schmeiß einen Feuerstein weg. Hättest du mir auch mir geben können. Da liegt das. Ah, okay. So. Da unten, was ist da unten? Aua. Gold. Braucht keiner. Irgendwann wirst du zu mir sagen... Digga, wir müssen Gold fahren. Nee, weil ich niemals Digga sagen würde. Okay. So. Ich glaube hier... Ist das eine Schlucht? Nee, das Schlucht ist... Die. Das ist keine. Ist keine. Oh. So, langsam sollten wir wieder nach oben, weil die Aufnahme... Ist das die Kiste von... Wo du eben dran warst? Was ist da drin? Lapis. Was ist drin? Lapis, verrottetes Fleisch. Ja, das Koppel. Ist die Kiste, wo ich dran war. Nee, Kies. Das ist die Kiste. Übrigens ist da Eisen. So, und noch mehr Eisen. Und Gravel fällt runter. Eisen! So. Bist du denn schon wieder? Bist du genau da gewesen, wo du gerade auch warst? Ja, ich hab dich gesehen. Ich guck mich gerade noch ein bisschen um hier. Oh, hallo. Oh, Creeper. Was machst du? Wo bist du? Hilfe! Ich töte einen Creeper. Ah. Ohne, dass er explodiert. Hat nicht ganz geklappt. Ja, hab ich gehört und gesehen. wir sollten übrigens langsam wieder nach oben. Ja, ne? Ich will aber noch das Eisen da drüben ran.
Oh, schon wieder eine Spinne. Aber eine große diesmal. Diese Wesen sind so flink und so, und dass die so wahnsinnig schnell hin und her rennen, dass man die nicht trifft. Ich habe ein gutes Gefühl, dass am Ende dieses Gangs eine Schlucht auf Diamanten. Heavy Lag. So. Diamanten. Hast du noch die Eisenspitzhacke? Ja. Schön, zeig mal her, wo die Diamanten sind. Schon wieder so viele. Wahrscheinlich sind es wieder 8 Stück. Ja, nee, 4 Stück. Pack ein. Yeah, jetzt haben wir schon hier 12 Diamanten gefunden. Das bedeutet, wir haben insgesamt schon 22 Diamanten in diesem Let's Play gefunden. Yay. Das ist doch mal was, den kommst du nicht mit. Da kommt noch was. Ja, wahrscheinlich. Aber wir werden wirklich nie wieder hier rausfinden. Oh, habe ich jetzt eine Fackel neben deine Fackel gesetzt. hier ist aber nichts mehr. In dieser Höhle sind aber irgendwie allgemein so viele Diamanten. Diamanten werden nichts mehr wert sein bald. Nein, stimmt nicht. wir müssen jetzt irgendwie da rausfinden, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Ja, ich weiß aber, wo unser Zuhause ist. Weißt du was, wir graben uns jetzt einfach raus. Okay. Ich habe 5 Spitzhacken im Inventar, du hast irgendwie 4 plus die Eisenspitzhacke. So. Gibst du mir mal die Eisenspitzhacke, dann geht's schneller. Ja, die ist aber nicht mehr sehr lange am Leben hier. So. Ja, das ist besser als das, was ich gerade hatte. Außerdem geht's so schneller. Wir brauchen sie ja jetzt auch nicht mehr zwingend. Und hoch. Das ist irgendwie die feigste Methode, von aus einer Höhle rauszukommen. Hoch, grab dich hier mal hoch. Yeah. Ups, eine Höhle. Und gleich kommt Lava von oben. Nee, aber es ist dunkel. Ich mach mal Licht. Okay. Dann graben wir uns weiter hoch. Das ist hoch, so feige eigentlich. Hoch hier mal hoch. Lalalalala. Tralalalala. Mit einem Baguette in der Hand geht es hier nach Hause. Warte. Nee, ich dachte, das wäre ein Diamanten, ist aber Gold. Genau, du kannst dich ja nach mir so ein bisschen umgucken, weil ich grab hier nur. Wenn wir irgendwas stoßen, guck dich mal kurz ein bisschen um, das ist praktisch. Hauptsache, du siehst nicht wieder Schafe und rennst ein paar Meter weit weg. Schafe! So, ich geh mal um die Ecke. Ich kann mal eine Fackel setzen, sonst sieht man hier nichts mehr. So, liebe Zuschauer, jetzt seht ihr wieder was. Und die, ja, wir haben ja auch noch Zuschauer, hallo. Und die Hacke ist gleich kaputt. Deine Hand ist gleich kaputt? Die Hacke. Ach, die Hacke. Pam, kaputt. So, Ich hab noch eine Eisenschaufel, aber das hilft nicht. Nee, eher wenig auf Stein. Es gibt ja Leute, die behaupten, Spitzhacken würden auf alles besser funktionieren als Äxten und Schaufeln. Also auch auf Holz und auf Erde und alles. Okay. Ja, weil die Spitzhacke ja mehr Steine und mehr Eisen braucht. Sagen einige. Sehe ich nicht so, aber okay. Ja, wenn mal einer weiß machen wollen, dass das so ist. Fand ich sehr witzig. Iso, ich muss schon wieder was essen, Alter. Was ist denn das? Ich habe auch schon wieder Hunger. Ach, immer noch was. Das Brot füllt ja nicht so viel auf, ne? Nee, ich habe noch 2 Brote und 8 Steaks. Ich habe 5 Brote und, gar nichts. Und 20 verrottetes Fleisch. Und weiter nach oben. Gott, wir waren wahrscheinlich fast am Bedrock, oder? Kommt hin, ne? Wir hatten ja Lava, wir hatten Redstone. Wir hatten Diamanten. Wir hatten Lapis. Ja. Ah, jetzt kommt und Erde. Gold. Jetzt kommt Erde. Ich werde die Schaufel verwenden. Ja, und jetzt fällt mir bestimmt gleich wieder auf den Kopf. Wieso? Huch, du hast eine Fackel gesetzt, oder? Ja, sollte ich dich vorwarnen? Nein, hab ich nur gewundert. Ich dachte, jetzt kämen wir an irgendeiner Seite Lava. Ach, es war nur ganz kurz Erde, es ist weiter Stein. Am Ende graben wir uns hier genau in einen Berg rein. Das wär's ja. Warum nicht? Das ist mir in meiner Privatwelt mal passiert. Da war ich ganz weit weg und da habe ich mich von da unten hochgraben wollen, war genau in einem Berg drin. Na, super. Jetzt kommt wieder Erde. Erde. Das ist schöner, die kann man so schnell weghauen. Huch. Nimm ein bisschen Erde mit. Ja, es geht hoch. Oh, ich sehe Licht. Ja, ich bin oben. Huch, wo sind wir zur Hölle? Das haben wir nicht bedacht. Auf jeden Fall. Ich hatte doch einen Kompass. Ist da ein Creeper? Wo? Ach da. Töten wir ihn. Ups. Oh, ich bin nicht der Creeper. Ja, das leckt so, deswegen habe ich nicht gesehen, wo ich hinschlage. Okay, folge mir nach Hause. Ich frage mich, wo wir sind. Ich glaube, ich kenne das Warte mal. Ich guck mal, wo wir sind. Hä?
Wie denn? Du hast doch so eine geringe Sichtweite eingestellt. Außerdem habe ich doch einen Kompass. Ja, aber wo führt der hin? Der führt zum Spawn. Der Kompass. Wo ist der? Also da ist Schnee. Ach so, ich weiß, wo wir sind. Hier irgendwo in der Nähe ist noch ein NPC-Dorf. Wir werden nämlich auch, wenn wir in eine bestimmte Richtung gehen, dann, wenn wir in eine bestimmte Richtung gehen, da finden wir Wüste und da ist ein NPC-Dorf dann. Ja, also hier ist, glaube ich, Eis. Ja, hier bin ich schon mal langgelaufen. Hier habe ich mich schon mal verirrt. Bereits einmal und das hat dann ewig gedauert, weil ich keinen Kompass hatte. Genau, und jetzt gehen wir gleich nach Hause. Genau, hier waren noch die Schafe, ne? Ja, und da hinten kommt gleich die Chunk-Grenze. Das dauert nicht mehr lang. Wo läufst du hin? Du in eine Schlucht. Ja, du läufst theoretisch falsch, weil ich hab doch den Kompass. Aber hier ist eine Schlucht. Ja, das ist egal. Wir müssen doch nach Hause, und weil die Aufnahme... Leiter, du warst hier schon mal. Ja, wir waren hier schon. Wo bist du? Wo bist du? Ich stell mich auf den Berg drauf, dann siehst du mich. Ich stell mich irgendwo drauf, dann siehst du mich von Weitem. Hier oben bin ich. Ja, ich hab dein Namensschild schon aufgeleuchtet. Genau. Ich komme. Also ich erscheine da hoch. Hallo. Hallo. Wollen wir ein paar Schneebälle mitnehmen? Nein. Ich habe keinen Platz mehr. Nein, geh weg von den Schneebällen, nein! Lass die Schafe! Huch, was Schafe. Ist denn? Ach, das ist diese Schlucht hier, okay. Hier in der Gegend sind sogar zwei oder drei Schluchten. Ich wollte da gerade runterspringen. Also dieser ganze Chunk ist irgendwie was sehr Besonderes, finde ich. Ja, es ist sehr gut. Zwei oder drei Schluchten, ein Haufen Spawner, Dungeons und Spawner und alles mögliche. Haben wir also noch gut zu tun? Ja. Auf Dauer gesehen, ja. Jetzt aber erstmal nicht. Haben wir erstmal genug getan. Ey, Schaf, geh weg, du Schaf. Da oben ist ein Kaktus. Stirb, Schaf. Das arme Schaf. Mach doch nichts. Wir sind ganz schön weit weggekommen, ne? Ich glaube, hier lang müssen wir, ne? Nein, da lang, wo ich lang gehe. Ja? Ja, ich hab noch einen Kompass. Bist du dir sicher? Ja, wegen dem Kompass bin ich mir relativ sicher. Ich glaube nicht, dass der Kompass irgendwo anders hin zeigt. So, der zeigt nämlich auf den ursprünglichen Spawn, wo man am Anfang gespawnt ist, und das ist genau beim Haus. Okay. Also praktisch, wo der ursprüngliche Spawn der Welt war. Der wurde bestimmt zurückgesetzt, als wir den Server gemacht haben. Ach, wir werden schon in die richtige Richtung gehen. Ach, da bist du. Genau, hier die Gegend kenne ich. Die Gegend kenne ich. Hier hinter ist unsere Hütte, glaube ich, ne? Guck, hier ist die Chunk-Grenze. Schon die richtige Richtung. Oh. Kaktus. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Da macht er einfach den Kaktus kaputt. Da habe ich Kohle abgebaut. Cool, ne? Kohle, Kohle, Kohle. Das macht man nicht. So, und hier geht's hoch. Tada. Ja, Bäume. Ja. Und hier geht es nach Hause. Ich glaube, ich muss echt wieder den alten Lüfter kaufen, weil mein Mainboard, was ich habe, ist auch so ein altes Modell und das braucht wahrscheinlich auch einen alten Lüfter, den es auch erkennt. Schätze ich. Okay. Ich hab dich schon wieder verloren. Ja, weil du immer woanders langläufst. Lauf ja, einfach über den Eissee, du weißt ja, wo du bist. Wir sind doch fast zu Hause. Nur über den vereisten See laufen. Da ist eine Kuh, die Schlittschuh fährt. Eine schlittschuhfahrende Kuh. Was? Ja, die ist praktisch übers Eis gerutscht, ohne sich zu bewegen. Sand. Du hast hier irgendwo Sand hingesetzt. Ich bin gerade noch viel weiter hinter dir. Ich meine, vor irgendwann mal hast du hier Sand hingesetzt, weil hier einfach nur ein Sandblock rumstand. Okay. So, wo bist denn du? Da, hallo. Komm mal. Hallo. Oh, ich höre deine Maus. Ah, Haus. Unser Zuhause. Juhu. Ich sehe das Bild, weil die Wand weggeglitscht ist. Jetzt ist alles wieder normal. Yay, und wir gehen rein. Dann gucken wir mal, was wir für eine Ausbeute haben, ne? Eine ziemlich große, würde ich sagen. Ich verstau das mal in der wichtige Sachenkiste hier hinten. In den Kisten. Hier ist übrigens noch eine zweite Rüstung, die könntest du haben. Ach cool, dass ich das jetzt schon weiß. In der oberen Kiste ist eine Rüstung drin. Ja, ja, ich habe noch keinen Platz, später. Und hier sind noch die 7 Diamanten. Yeah! Okay, ich ordne mal alles Wichtige ein.
Ich gebe dir die Sachen, damit du sie einordnen kannst, weil ich habe ja... Ja, kannst du machen. Gott, wir haben schon wieder über einen... Wir haben schon anderthalb Stacks Eisen wieder. Ich habe hier auch noch ein bisschen... Warte mal, da. Samen und Knochen. Verdammt, das ist so viel Zeug. Gunpowder und Holz und... Ach, verdammt, das ist zu viel. Wolle haben wir über 40 Stück. Oh Gott, ich glaub, wir brauchen mehr Kisten. Ja, irgendwie. Langsam wird's voll. Wir haben ja auch vier Türen hier drin und vier Schilder. So, Kürbissamen. Haben wir noch Kisten, aber nichts mehr. So, wir brauchen jetzt eine neue Kiste. Warte mal, hier habe ich Zuckerrohr. Das kann hier draußen hin. Ach, hier ist 64 Holz, okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, das ist hier 8. In der Kiste. Hier ist ja noch ein Platz in der Kiste. Jetzt, ja, aber die wichtigen Sachen kommen nur in die wichtigen Kisten und so. Ich guck schon immer, dass ich es zusortiere. Also die Kisten, die da hinten sind, da sind nur unwichtige Sachen drin. Sonst nichts. Okay. Dann schmeiß ich den Lapis da mal rein. Richtig. Das hast du gut erkannt, mein junger Padawan. So, den Sand hier wegkloppen und Holz hinsetzen. So. Und jetzt können da die neuen Kisten rein. Ich sagte, da können die neuen Kisten rein. Wieso kann ich die Kisten da nicht reinsetzen? Du kannst keine Kisten neben Kisten setzen. Ach so. Ist das natürlich was anderes. Dann mache ich jetzt so. Huch, Glitch. Sand. Wo ist der Sand? Da ist der Sand. Dann muss ich die Kiste, wo setze ich die hin? In die Decke. Nee, wer weiß, was da oben ist. Ein Raum. Oder das Dach. Ich setze es hier hin. Das ist eine Idee. Pam. Schon wieder futtern. Ja, man muss hier dauernd futtern. Wenn man Brot isst, das hält nämlich nicht lange. Ich habe auch kein Brot mehr jetzt, also. So. Holzschienen, Holzplatten, das Brot nehme ich noch ins Inventar. Das Spinnenauge ist natürlich unwichtig, braucht kein Mensch. Eisen, das, der Kompass. So, fertig. Hast du noch irgendwas im Inventar? Ich hab's noch komplett voll. Okay, weil du kannst ja eine Schaufel, eine Axt, eine Spitzhacke, einen Bogen, Brot, Fackeln und ein Schwert behalten. Der Rest wird eingeordnet immer. So, dass halt mal irgendwo eine Ordnung herrscht, weil sonst verliert man immer den Überblick. Ist dann zum Kotzen. Ich verstehe deine Ordnung noch nicht, deswegen... Aber nein. Alles, was man wirklich braucht, das kommt in die Kisten hier. Wo pack ich den Redstone da rein? Behalt dir einfach im Inventar, was du gerne behalten möchtest. Ja... Brauche ich das? Ach, und jetzt, wo wir aus der Höhle raus sind, habe ich 20 Frames, danke. Ja, ja. Leitern. Kann die sind auch wichtig, die sind wichtig. Cleanstone, wo habe ich den denn her? Keine Ahnung. Ein Stack Erde, ein Stack Kobbel behalte ich. Dit behalte ich noch und dit. Ich habe jetzt einfach mal irgendwie alles abgelegt. Blumen können wir mal Farbstoff irgendwann machen. Ja. Aber allgemein sind sie jetzt nicht so wichtig. Ordne sie ein, wo du möchtest. Okay, ich habe hier noch ganz, ganz, ganz viel Erde und Kobbel. Oh, und hier ist noch ein Haufen Cleanstone in den Öfen. Und Kohle teilweise auch. 4 Kohle und 51 Cleans. Erde. So, das kann da rein. Gott, haben wir viel Zeug. Ich zähle mal die Kohle. 4 Kohle, 16 Kohle und 1, 2, 3, 4, 5 Stacks Kohle und nochmal 60 Kohle. Zu viel Kohle. Gute Ausbeute. Ja. Aber noch irgendwo, ich muss Brot machen. Wie mache ich nochmal Brot? Man legt Weizen nebeneinander. Haben wir noch Weizen? Ja, ich nehme es mir gerade. Denke ich ernten. Wo ist noch mehr? Hier ist noch ganz viel Weizen. Jetzt habe ich 50 Weizen im Inventar. So. Brot. Jetzt habe ich 17 Brote. Und jetzt baue ich mir Brote, genau. Bau mal Brote. So. Jetzt habe ich so viel Weizen wie möglich aufgebraucht. So. Hier gebt ihr mal die Hälfte meiner Brote. Da. Das finde ich gut. Da. Brote. Wir müssen aber demnächst mal wieder Schweinchen und sowas hier angehen. Jedenfalls denke ich mal, wir beenden die Folge jetzt mal, ne? Ja, das war doch schon sehr erfolgreich. Ja, vor allem hat es echt lang gedauert. Echt mal so eine extra lange Folge, denke ich mal. Das war bestimmt immer eine Stunde. Kannst du ja aufteilen. War bestimmt immer eine Stunde, ne? Mit Sicherheit. Okay, hat uns beiden wieder ganz doll Spaß gemacht, ne? Ja, auf jeden Fall.
Ja, und wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich nochmal meine Rüstung ablege, damit ein Emo und Son Goku nebeneinander stehen. Das sieht doch bescheuert aus, die Konstellation. So. Du zeigst mir deinen Arsch. Ja. Gut, dann sagen wir Tschüsskowski, ja. Wir sehen uns. Aua. Warte. Ich hab eine Fackel abgeschlagen. Jetzt hast du die Fackel kaputt gemacht. Fackel! Und das wollte ich. Au. Nein. Jetzt bin ich tot. Ja. Kannst du mal sehen. Das hast du davon, wenn du mich schlägst. Tolles Inventar kaputt gemacht. Oh, ich spawne in der anderen Hütte. Hä? Andere Hütte? In der Steinhütte, wo wir letztes Mal gebaut haben. Oh, Hallo. Hallo. Also meine Sachen. Da. Okay, also wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir uns nicht töten. Du darfst mich auch gern schlagen, wenn du möchtest. Ich esse was. Warum esse ich jetzt? Hilfe, ich hab ne... Also, wir machen jetzt voll Chaos hier irgendwie. Chaos. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Together Minecraft und damit ciao. Tschüss.